Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Grundlagenguide, diesmal zum Schlachter in der Instanz der Hochfels. Dies ist eine der leichteren Begegnungen, die ich auf der Beta bisher erleben durfte und sollte euch, sofern er nicht hart verändert wird, keinerlei größere Probleme bereiten. Zuallererst möchte ich euch die Tankfähigkeiten erläutern. Durch Schlechters unbeholfen braucht ihr einen zweiten Tank, da der Schlechter Patchwork-like seinen zweiten Angriff auf das nächste Ziel innerhalb von 5 Metern angreift. Ist niemand in diesem Radius, fängt sich der Tank eine zweite Kette. Außerdem gibt es hier durch den Fleischklopfer einen Debuff, der den erlittenen Schaden durch diese Fähigkeit pro Stack um 50% erhöht. Dem Schlag kann auch nicht ausgewichen werden, auch darum braucht ihr einen zweiten Tank. Und last but not least gibt der Schlechter den Tanks einen stapelbaren Blutungseffekt durch seinen Spalter, den ihr dodgen und ausweichen könnt, nur um euch den Kampf nicht etwa langweilig werden zu lassen. Kommen wir nun zu den Fähigkeiten für den Rest des Raids. Der Schlechter benutzt seinen Spalten auf die größte Gruppe in Melee Range, sodass ihr euch in Gruppen aufteilen solltet und abwechselnd in Melee Range stellen müsst. Durch das Spalten erhaltet ihr den stapelbaren Blutungseffekt klaffende Wunden, durch den ihr bei 4 Stacks die fangende Gruppe wechseln solltet, da ihr beim 5. 1 Million Schaden erleiden würdet, was nicht mitigierbar ist. Der Blutungseffekt ist nicht durch Iceblock, Bob oder ähnliches löschbar, daher ist es wichtig, dass ihr die Mechanik sauber runterspielt. Bei 100 Energie wird der Boss sein weites Spalten einleiten. Das ist eine Sequenz, die zum einen die Spieler alle zurückstößt und dann auf die größte Ansammlung in Range, also auf ein Range Camp, zucharged und diesen ein weites Spalten gibt, was den ersten dort wieder implementiert. Ihr solltet also dann stackfrei sein. Als kurze Erläuterung zum Kampfablauf habe ich euch was vorbereitet. Es gibt hier zwei Teams, einmal blau und rot. Das rote Team sammelt sich zum Pull beim Boss und sammelt ihre 4 Stacks von klaffenden Wunden. Nach den 4 Stacks werden die Teams wechseln. Das Team blau geht zum Boss und das Team rot geht auf eine äußere Position. Bis das zweite Team ihre 4 Stacks hat, dann wird der Boss in etwa sein weites Spalten auslösen. Ihr seht jetzt den Knockback und dass sich das rote Team als Range-Team zusammensammelt. Die blauen stehen etwas verteilt, ebenso die Tanks. Der Boss geht jetzt zu dem Raid hin, macht seinen Cleave und das Ganze fängt wieder von vorne an. Ab jetzt wird aus dem weiten Spalten das Spalten und das Ganze ist wieder ein ganz regulärer Kampf. Damit es euch nicht zu langweilig wird, läuft jetzt ein Großteil des Kampfes im Schnellablauf ab, bis wir bei der letzten Fähigkeit sind, seiner Raserei. Bei 30% Energie ist es dann soweit. Bis gleich. Da bin ich schon wieder. Jetzt sind wir bei der Raserei angekommen. Ab 30% Leben wird der Boss in die Raserei gehen. Das ist so eine Art Soft Enrage. Die Mechaniken laufen an dieser Stelle weiter. Dummerweise macht der Boss jetzt aber 10% mehr Schaden und er greift 30% schneller an, was halt zu mehr Tankschaden führt. Die Debuff-Verteilung im Raid ist gleichbleibend. Es ist also möglich, den Boss ganz regulär runterzuspielen. Das einzige Problem ist, dass ihr jetzt mit 10% mehr Schaden und auf mehr Melee-Attacks auf den Boss bzw. vom Boss auf die Tanks auskommen müsst. Ich hoffe, der Boss-Guide hat euch etwas geholfen. Grundsätzlich kann sich bis zum Live-Release noch etwas ändern. Ich hoffe aber, ihr könnt den Boss aufgrund der Grundlagen hier legen und wünsche euch noch viel Spaß und vielleicht sehen wir uns zum nächsten Boss-Guide. Bis dahin, ciao!